Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir endlich mal an den Circuits arbeiten, die wo wir schon, glaube ich, ein bisschen vorbereitet haben. Das heißt, wir möchten am Ende des Tages, nein, das wollen wir diesmal nicht. Da habe ich nur geguckt, wo ich hin will. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, was als To-Do da ist. Wir möchten sozusagen zu dem Good Circuit kommen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Dioden. Dafür brauche ich Small Pile of Gallium Arsenide Dust, Diode und Feinkörperwire. Aber um das zu machen, brauchen wir vorher erstmal einen Planger. Und dafür brauche ich Aluminium Balls 8 Stück. Das heißt, ich kann mir gleich nochmal zwei Aluminium machen und die auch gleich durch die Lathe jagen. Weil die brauche ich dann für die anderen Sachen. So, Cutting Machine, kannst du mal laufen. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal die Aluminium Balls. Dann brauchen wir jetzt Brass Rods. Das heißt, die machen wir auch gleich. Ich habe schon auch das Brass schon mal vorbereitet. Brass ist einfach nur im Alloy-Smelter Kupfer und Zink. Auch schon. Wo ich mich ja jedes Mal amüsieren könnte, ist, wenn die Lace und oder die ganzen Sachen Zinn verarbeiten machen. Oder was heißt, Teile machen, dass sie so lange brauchen. Wie gesagt, bin ja in habe ja irgendwas mit Metall am Hut, ne? Und vor allem mein Vater zu mir bauen, hat er noch mehr Ahnung, ist ja auch Werkzeugbauer und so weiter. Und dann habe ich das mal erzählt, dass es am längsten dauert, Gold und Zinn durch eine Drehbank zu laufen zu lassen, der hätte mich ja beinahe ausgelacht. Also, wie gesagt, wenn man das richtige Werkzeug hat, geht das normalerweise schneller. Also, ich habe gesagt, wäre cool, wenn es dann sozusagen noch ein Fach geben würde, wo man Werkzeug reinlegen könnte. Ne? Wenn man dann spitzes Werkzeug reinlegt, geht schneller und wenn man ein stumpfes Werkzeug hat, geht es halt langsamer. Als Dream das Lied. Ja. Kannst auch ausgearbeitete Formblätter irgendwann haben. Stell mir das zur Verfügung. So, wir brauchen Bolts. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen Rod. Wir werden davon auf jeden Fall noch mehr brauchen, weil wir diese Sensoren noch brauchen. Wir brauchen einen Brass Ring. Und schon ist das zweite Rod auch weg. Sag, gehe ich mal gleich rüber. Der da voll, ja, ne? Beile, Hammer und Ring und tschüss, das war die Feile. Ich jetzt mal an den Tisch hier. Dahin. Wir möchten das da bauen. Mach mal bitte ein A. Dankeschön. Brauche ich jetzt nämlich das. Ich brauche noch eine Pumpe und ah, okay, das wird alles im Assembler gemacht. Zwei Stahlplatten, Aluminium Balls Breasting. Zwei Stahlplatten, die müsste ich da hart haben. Habe ich da, aber hab ich keinen Platz. Gedacht, schmeiße ich mal das wieder da rein. Auch gleich. Fassbüschel reinschmeißen und die zwei Sachen rein auch noch reinwerfen. Platz. So. Brauche ich dafür auch. Achso, den habe ich ja schon längst da. Nein, ich brauche keinen. Ha, Mist. War das jetzt eine normale Platte oder war das eine Double Blade? Das war eine normale Stahlplatte. Okay. Heißt, ihr kommt mal bitte raus. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein und der Ring kommt rein. Ja, weil ich Circuits ja auch noch bauen muss.
Alle, gerade. Kohle. Aber wie gesagt, wird alles billiger und teurer. Nenn nicht teurer, länger. Es dauert länger. Bis man immer an den nächsten Schritt kommt, dauert es immer länger. Das heißt, ich brauche jetzt noch Pumpe und Motor. Mit meinem Glück fehlt mir jetzt wieder was für die Pumpe. Motoren habe ich drei, den kann ich mir schon mal rausnehmen. Kann ich mir nicht. Oh, ich hab alles. Bin begeistert. Von mir selber. Rein und du rein. Ah, Fluid Regul. Ich brauche keine Pumpe, ich brauche einen Regulator. Falsche Pumpe. Aber ist nicht böse, weil Pumpe brauche ich sowieso, weil ich muss auch noch einen Tank bauen. Ich brauche einen Regulator. Na schön, aber ich brauche jetzt einen neuen Rotor. Fertig, habe ich nicht da. Mach. Erstmal. Naja, aber wie gesagt, je weicher das halt Material ist, umso schneller kannst du es formen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn man halt spitzes Werkzeug hat, dann ist die Bearbeitung sogar schneller und nicht langsamer. Wenn man sich das anschaut, bist du? Was die Lathe? Ja, also wenn man sich vorstellt, der braucht jetzt 30 Sekunden, um einen Zinnrod herzustellen. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, okay. Oh, jetzt kommen erstmal 3 Milliarden Schrauben. Hast du gesehen? Ja, Stahl. Stahl haben wir da. Der braucht 15 Sekunden. Je härter das Material ist, umso länger dauert es. Nicht andersrum. Aber man soll ja nicht alles mit der Goldwaage wiegen. Ich weiß. Wollte nur mal gesagt haben. So, ich brauche auf jeden Fall noch eine Feile. Die haben wir hier. Bitte so ein Ding. Dabei gehabt hätte, hätte ich noch sagen können, bauen wir noch Motor. Und jetzt muss ich nur aufpassen, weil ich brauche jetzt einen Regulator. Ja. Ah, okay, ich muss sowieso eine Pumpe bauen. Und in 1er und 2 Circuits. Oh Gott, das könnte ein Problem werden. Keine Circuits da. Das ist gerade ganz doof. Das ist gerade ganz doof, weil ich brauche diesen Regulator. Wie viel von den Münzen habe ich denn hier? Da hätte ich 30 da. Mal anders. Ich habe doch bestimmt noch was zum Abgeben. Nehme ich mir mal den da. Nehme ich, ja, genau. Dann nehme ich den da. Und die Tüte da schmeiße ich da auch noch rein. Und was brauche ich denn, um da 1er draus zu machen in 1er? Okay. Grad, das heißt dahin. Auch aus dir, aus der Bending brauche ich den Einser. Den mal laufen. Brauche ich nicht vorlaufen. Da wird der Schluck aufgehabt. Okay. So, das heißt, ich brauche jetzt mal schnell bitte aus dem Shop ein paar
Hier von den Vakuum-Tubes. So. Dioden kann ich mir dann auch kaufen. Das ist nicht schlecht. So, dann heißt es, du kommst raus, du kommst rein. Auch wieder rein. Das kommt rein. Das kommt noch rein. Heißt, ich brauche jetzt bestimmt wieder den Rucksack. Da sind die 8 Stück drin. Beiden, danke. Bin total witzig. Meist das ganze Zeug rein, und obwohl ich weiß, dass es, dass ich in. Also ich brauche ein Circuit Nummer 1, habe ich den schon wieder rüber? Den hin. Ach da. Auch die Pumpe da drin und ich brauche die 2 Circuits drin. Läuft, passt. Haben wir ja alles. Wie gesagt, Rotor habe ich ja fertig. Ich könnte mir dann gleich nochmal eine Pumpe bauen. Wie gesagt, weil man Tanks dazu braucht. Kann mir aber auch momentan anders helfen. So, das heißt, wir haben jetzt einen Regulator. Einen Regulator da rein und jetzt kriege ich den. Und dann brauche ich das da und den Circuit Nummer 20. Heißt Usage. Die 20 ist unten und oben. 20. Mal. War das jetzt da? Der war da, ne? Danach kommst du dahin. Der muss dahin. Kommst da rein und du kommst daher. Das, dann machen wir jetzt gleich wieder da draus die 24. Dank. Dann haben wir schon mal alles soweit zurück. Und wir haben einen Simple Hand Pump. So, was kann die Simple Hand Pump? Ich kann jetzt da hingehen und klicken. Oder wie auch immer. So, jetzt habe ich Shift rechts gedrückt. Gedrückt vor allem. Gott, was habe ich heute? Und habe das so gemacht. So, jetzt habe ich einfach den Tank dann mal entleert. Scheiße. Nee, ich muss mir einen Tank bauen. Ich brauche, weil den brauche ich öfters. Könnte ich mir ja gleich so hinstellen, dass ich den dann auch die ganze Zeit habe. So, dann kann der schon mal wieder laufen. Hab ich denn noch 12 Platten? Nein, ich habe nur noch 4. Problem ist jetzt nämlich, wenn ich jetzt nämlich den Clay Dust, den ich habe, verbrauche. Weiß gerade, glaube ich, macht jetzt einen, zwei, hat er jetzt mehr genommen? Ich glaube, der hat nur einen genommen, ne? Es ist 1:1. So, das heißt jetzt, das sind 2. Bin ich jetzt bei 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kommt der gleich wieder zurück rein?
ich möchte das Zeug nicht wegschmeißen. Also, habt ihr gesehen oder nicht gesehen? Das weiß ich jetzt nicht. Steht da vielleicht noch was in der Quest mit drin? Mal erledigt. Okay, use your items in an Alpha Assembler to craft your pump token and then again to max the hand pump. Ja, okay, alles da. Nee. Vacuum Tubes könnte ich mir sogar nehmen, oder? Das ist vorhin. Egal. Und zwar, diese Handpump steht da, kann halt die Sachen rausnehmen, aber ich könnte jetzt nicht zum Beispiel dann hier jetzt hingehen und sagen, füll's hier rein, sondern ich kann es rausnehmen. Also ihr gesehen habt, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber er füllt es nicht rein. Denn man braucht einen Tank dafür, der dafür ausgelastet ist. Also sozusagen eine GUI hat. Also diese Tanks von GT. Die funktionieren da super. Merk schon. Das am machen, was ich machen wollte. Das haben das. Dann brauche ich jetzt. Wir müssen jetzt erstmal hier rein, weil ich hätte den. Dankeschön. Dann habe ich ja gesagt, ich brauche Bronzeplatten. Die habe ich nicht, aber ich brauche eine Zinnplatte und Stahlplatten. So, so. Pumpe. Ach, Scheiße. Ja, oder? Nee, Moment. Ja, richtig. Alles richtig. Drake, du hast alles korrekt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie du das da drauf kommst, dass du dann Circuit brauchst. Das ist da. Ah, das ist genau. Das ist die der Combustion-Generator. Der braucht ein Circuit oben drauf. Dann wird es ja auch Zeit, dass ich die Good Electronic Circuits baue, dass wir das alles billiger kriegen. Und wie gesagt, sobald der Electrolyzer läuft und wir auch dann in Massen Silikon herstellen, dann werden die Dinger nämlich auch billiger. Also ich werde nicht zu viel Gallium verschwenden. So, und jetzt haben wir einen Low Voltage Tank. Den stelle ich jetzt mal meinetwegen hier hin. So, und wenn ich jetzt den dann da reinmache, kann ich den wieder rausmachen. Und ihr seht, et voilà, ich habe 2000 Refined Glue hier drin. Und ich könnte jetzt dann sozusagen hier hingehen und sagen, okay, gib mir bitte die zwei Zellen. Und habe dann hier meinen Tank und fülle den dann einfach wieder um und bin zufrieden, habe mein Glue sozusagen draußen und ich verschwende nichts mehr. Ist ja das, was das Wichtigste ist, was wir erreichen wollen. So, dann hätte ich gesagt, soll er mal bitte schön vier Stahlrods noch herstellen, dass wir mal irgendwann noch mal selber meinen Assembler meine Sachen bauen können. Lustig ist, brauche ich dann Resistoren und das andere Zeug eventuell nochmal. Dann wird's witzig. So, dann Good Electronics. Nein, wir brauchen die Dioden. Die Dioden. Und da brauche ich jetzt Molten Glas oder Polyethylen. Genau, das war's doch. Das war's, was der Drake vergessen hat. Heißt jetzt für mich, habe das auf jeden Fall schon mal da drin. War das da, ne? Dann brauche ich auf jeden Fall diese Glastubes. Die habe ich noch 20 Stück. Mal bitte Usage. Im Assembler Steel Rod. Und Annealed Copper Wire, genau.
auch noch da rein. Du. So. Dahin. Und dass es genau reicht. Aber 8 Stück Rehe aus, oder beziehungsweise das Doppelte jetzt dann dadurch. Genau, 8 Stück habe ich gebraucht. Super. Ich. Gut, dass ich es raus habe, weil jetzt müssen wir es wieder reinmachen. Zwölf, das heißt, ich brauche jetzt hier eine Platte. Als was? Und ein Copper Fail, genau. Hier durch. Das heißt nämlich, ich muss nämlich jetzt ganz anders denken. Das heißt, ich werde jetzt gleich noch mal in den Nether marschieren. Denn ich brauche einen Miner. Den allerersten, den Basic Miner. Dafür brauche ich jetzt 2 Circuits, 3 Motoren. Auf. Heißt, ich brauche jetzt für das andere brauche ich fine allerlated copper wire. Nein, nicht hin. Dahin, dahin. Genau. Normalerweise müsste es reichen, dass ich jetzt meine 2 Circuits zusammenkriege. Dann heißt es jetzt gleich herstellen. Das heißt also, Polyethylen müssen wir auch noch im Kopf haben, dass wir das machen. Aber das Wichtigste ist, dass wirklich jetzt das dann der Miner arbeitet und ich muss, haha, ja, dann gleich richtig Stahl durchbatzen. Weil ich habe nämlich nur das 16, ich brauche mindestens 128. Das heißt also auf jeden Fall, gib mir mal 18 Stück. Wie gesagt, Gott sei Dank ist jetzt Stahl kein Problem mehr. Also ich habe jetzt das und das. Auch meine 2 Circuits kein Problem mehr. Ist auch eine Kleinigkeit, aber ich glaube, ich habe noch Red Alloy Wire. Ich brauche 6 Stück. Da gleich rein. Aus. Auch Zinnkabel, ja, ist denn das noch zu glauben? Was da? So, Motoren brauche ich, das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Ich kann machen wir gleich mal einen halben Stack.
Ja, nicht so, dass ich mittlerweile nichts mehr vorarbeite. Neunzehn. Da rein. Ich. One. Ja, das war hier. Okay, die zwei Circuits waren da. Und ich brauche diesen Sensor. Ah, ich brauche nochmal ein Circuit. Und ich brauche ein Press Rod. Sensoren. Und Sensoren, glaube ich, war das. Genau. Sensoren brauche ich gleich drei. Also das heißt, ich brauche jetzt ein Press Rod. Da. In die Lace rein. Dann brauche ich das, dann brauche ich Stahlvierplatten, ein Circuit und einen Zertusquarz. Der Zertusquarz ist hoffentlich hier. Da wollen nämlich auch gleich zwei mit, weil ich der Scanner und der Processing Laser braucht nämlich auch einen. Dann bauen wir gleich nochmal 8 Stahl. Derzeit haue ich dich rein. Ich mir jetzt überlegen, Steel Fluid Pipe. 6 Stück. Hoffe, das reicht. So. Ganz sicher. Beim letzten Mal ja nicht gesehen, weil ich es schon vorproduziert habe. So, 5 Stück. Dann haben wir 20. Vierundzwanzig, also das sind 4 Stück. Hau ich gleich nochmal 18 rein. Gerade gedacht, das war die falsche Maschine, weil er so abgegangen ist. Gut. Dann heißt es jetzt nämlich, das kommt dahin. Zack. Das kommt dahin. Zack. Dahin. Einen vergessen. Ganz toll. Und ich brauche noch Circuit. Heißt, ich brauche nochmal ein scheiß Board. Eigentlich bräuchte ich ja zwei. Ich werde jetzt bestimmt zu wenig Kleber drin haben. Nö. Ah, das reicht. Cool. Dort hat's gereicht. Da habe ich jetzt 40. Glück. Am Anfang war es ja einfach nur, ich habe die ja, wie gesagt, man kann ja jede Stahlpipe nehmen. Müsste es halt nur genügend bauen davon. Ich glaube, ein Stack habe ich jetzt auf jeden Fall. Das müsste reichen, dass ihr seht, was ich machen will. Natürlich die Circuits genau das Red-Alloy abzählt. Ich weiß gar nicht, ob das noch billiger wird. Ich glaube aber ja. Auch die Standard-Circuits werden, glaube ich, soweit ich weiß, billiger. Da rein. Dann komm her. Dann habe ich jetzt den Sensor. Machen wir gleich zwei. Und den können wir auch gleich
Safen. Okay, dann heißt es Sensorhammer. Und dann brauchen wir noch zwei Kabel. Dann haben wir jetzt auch noch einen Basic Miner. Hervorragend. Dann werde ich mir jetzt mal hier eine Batterie klauen. Ah, genau. Wir brauchen noch was. Wir brauchen noch ein Kabinett. Ein Filing-Kabinett. Das heißt, ich brauche noch eine Eisenkiste, oder? Bist du eine Stahlkiste? Du bist eine Eisenkiste. Ich brauche zwei normale Kisten, vier Stahl und zwei Schrauben. Schau mal, ob ich Schrauben noch übrig habe. Schrauben habe ich übrig. Hier davon habe ich übrig. So. Du nicht, du. Eine Kiste und eine Dreifachplate. Brauche noch drei Kisten. Mal so bauen. Ach, da ist er. Das war dann auf jeden Fall. Das war da. Oben raus? Ach ja. Habe ich noch nicht gesehen. Dahin und das da dahin. So, jetzt habe ich ein Filing-Kabinett. Das Filing-Kabinett hat den Vorteil, man kann da mehrere Sachen reinmachen, einer oder mehrere, ja, Sachen halt wirklich reinfüllen. Hoffe, dass das funktioniert, was ich vorhabe. Es kann natürlich sein, dass es dann auch zu viel Netherrack ist. Es kann auch sein, dass ich das dann anders aufbauen muss. Ich habe das, ich habe das. Ich habe keine Pipes dabei. Habe ich nur herstellen lassen, aber nicht mitgenommen. Da wir sowieso in den Nether gehen, komme ich an dem Teil vorbei, was wir noch brauchen und eventuell noch eine Enderperle soll die noch einstecken. So, also okay, 64 Stück Hammer. Jetzt muss ich nur hoffen, dass das weit oben ist. Weil ich kann jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf Suche, bis ich Quarzit und hast du nicht gesehen, gefunden habe. Was ich für mittlerweile in meinem. Dann bitte mal Hide, danke. Was ich bitte für meinem Stand der Technik jetzt mittlerweile übertrieben halte, sondern man kann das besser machen. Wir werden das jetzt auch besser machen, indem dass ich sage, okay, das soll der Miner machen. Da wird zwar jetzt dann irgendwann noch ein Battery Buffer gebaut mit vier Batterien, aber gesagt, das würde ich halt gerne machen, wenn ich das habe. Vielleicht habe ich noch ein Quarzit, das heißt, ich hätte 1000 könnte ich eventuell machen. Aber wie gesagt, wir können es ja trotzdem mal aufbauen. Was dich kann ich bauen. Und dann bauen wir noch eine Enderperle. Weil die Pumpe reicht sowieso momentan aus. Und ja, ich bin halt gerade beim Überlegen, das war halt auch meine zweite Überlegung. Wenn man sich die Pumpe anguckt, ne? Ach so, das sieht man jetzt nicht. Pump. Wenn man halt diese kleine Pumpe hat, diese Advanced Basic Pump, die hat halt nur ein Feld 21 mal 21.
Also maximale Pumping Area. 21 mal 21, das heißt 10 nach links, 10 nach rechts und nach oben, nach unten und der eine in der Mitte. Der Einigste hat schon 41. Und diese Löcher sind ja etwas größer. Also das heißt, die sind schon 20. Und HV wäre dann, glaube ich, sogar 81. Also da werde ich auf jeden Fall den kompletten Kreis mitkriegen. LV schafft es nicht, die komplette aufzusaugen. Also das heißt, erst wenn ich die MV-Pump dann hinstelle, wird auch wirklich das komplette Öl weggesaugt, weil er dann auch die Seiten mitnimmt. Das muss man halt auch noch im Kopf wissen, dass das halt nicht reicht. Und darum habe ich mir auch überlegt, das Lager sozusagen nicht da hinten wohin zu machen, wo es Öl ist, weil wie gesagt, ich brauche da mindestens MV, weil das ist das Große. Das heißt, die Blase ist unten drunter ja auch größer. Ab gegen den Zaun, nicht aber netter. Bogen in die Hand nehmen. Rumrennen. Anders. Ein Schweinchen brauche ich nicht. So, jetzt sind wir hier im Ortschank. Da ist es halt auch irgendwann natürlich besser, wenn man den hat, weil das ist jetzt gerade immer ein 17 mal 17 Miner. Das heißt, der macht jetzt 8 nach links, 8 nach rechts und einen in die Mitte. So muss man halt dann jetzt auch dann vorgehen. Das heißt, also ich gehe jetzt zum Beispiel dann hin, mache jetzt F9 und sage, okay, ich stelle dich jetzt ungefähr dahin. Dann heißt es für mich, ich hoffe, dass ich einen Wrench dabei habe, weil sonst drehe ich mich wirklich wohin. Ich habe keinen dabei. Nein, ne? Ja, dann muss ich es halt anders machen. Kommst halt dahinter. Nicht Fluid Item Output. So, dann heißt, ich habe meine Mining Pipes dabei, ich habe meine Batterie dabei und jetzt fängt der an. Und dann läuft der los. So, und dann kommt jetzt daneben mein Personal Anchor. Ich hoffe, dass der auch dimensionsübergreifend läuft. Ich glaube aber schon. So, und jetzt seht ihr, wie er hier sozusagen anfängt, die Steine reinzumachen. Und er sammelt jetzt alles in einem Umkreis. Wie gesagt, in die Richtung 8, in die Richtung 8, in die Richtung 8, in die Richtung 8 und geht jetzt mindestens 64 Felder runter. Wenn ich jetzt die restlichen 64 Pipes baue, dann geht er 128 Felder runter. Wir sind momentan auf Höhe 117. Ja, und das ist das schöne Flash. Kann man sich rot futtern. Und er baut jetzt halt nur das Netherrack ab, das was unter ihm drunter ist. Also das heißt, wenn er jetzt dann den abbaut, passt auf, ich mache immer das dann so, dass ich den Block hier abschlage, dann erst den aufsetze und dann den wieder abbau. Nicht, dass er mir reinfällt und dann nach unten und unten ist Lava und Wiedersehen. Aber auf jeden Fall, der baut jetzt alles schön brav ab. Und ich sage halt immer so, das Schöne ist, man kann es halt wenigstens mal anstechen. Und wenn man dann halt einen Vierfach-Battery-Buffer hat oder neunfach vielleicht sogar, haut da 9 Batterien rein, dann kann man den laufen lassen und einfach drüben weiterbauen. Sich einen guten Tag sein lassen und sagen, okay, mach mal, such mal. Ich bin mir zwar schon jetzt schon ziemlich sicher, was da drin ist. Ben Erz. Wenn ich jetzt schon hier Banded Iron habe und Brown Limonite.
Das heißt, das wird hier auch bestimmt die Ader sein. Aber wie gesagt, und dann geht man halt hin. Aufgehört oder was? Das wäre traurig. Einfach ein Anzeigefehler oder ein bisschen blöd. Der hat sich nur entleeren müssen. Also der muss auch wirklich komplett leer sein, dass er weitermacht. Es kann sein, dass sie da noch eine Item-Pipe oder so dahinter klemmen, dass es dann einfacher geht, weil das wird natürlich doof, wenn das nicht läuft. Er braucht halt ewig. Zack, raus. Das mache ich jetzt mit der Hand. Vielleicht einen Pipes wirklich drauf machen. Ja, okay, aber die brauchen halt auch ihre Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall kann man den jetzt halt laufen lassen. Ist raus, danke. Ja, vor allem Netherrack Duck und Netherrack Dust, ne? Das ist ja das, was mich sowieso am meisten interessiert, nämlich gar nicht. Nee, aber wie gesagt, und dann geht man jetzt halt dann wirklich hin, wenn man jetzt weiß, okay, meiner hat 8 Felder. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das würde heißen, der Miner wird dann beim nächsten Mal hier aufgestellt. Und dann läuft er auch wieder runter. Und das macht man halt die ganze Zeit. Das Problem, was man bei diesen Minern halt hat, er reißt halt Löcher rein. Das heißt, irgendwann sollte man vielleicht mal gucken, wo könnte denn die Ader sein, dass man die dann irgendwann wieder auffüllt. Aber wie gesagt, sonst wird es lustig, vor allem wenn der das in der Oberwelt macht. Man hat da viele neue Freunde. Die freut es, dass ihr dann rote Kreuze bekommt. Aber wie gesagt, ihr seht es gerade selber, Filing-Kabinett. Da braucht man nur eine hinstellen und der haut alles rein. Und ich kann mir das dann schön rausnehmen. Das Schöne ist, Certus Quarz hat er mir jetzt auch gefunden. Das heißt, ich könnte mir jetzt dann weiter einen Sensor bauen und, und. Also, und ich lasse dich laufen. Also das ist gerade mal 5 Felder runter. Ich kann dann in der Zwischenzeit noch ein paar Pipes bauen und den dann laufen lassen. Dann, wenn dann der World Anchor da ist, dann läuft der halt auch die ganze Zeit. Dann macht man halt, stellt man die Dinger so auf, dass das halt dann arbeitet, wenn man sowieso gerade nichts mehr machen will. Oder wenn man jetzt dann sagt, okay, bei der Server. Erste Service Matter schmeißt. Weil das wird sowieso abgebaut. So, das heißt, wir müssen jetzt schauen. Das will ich noch auf jeden Fall vorher machen. Weil es dann mehr für mich jetzt dann gleich bedeutet, ob ich noch ein bisschen aufnehmen kann oder ob ich jetzt dann warten muss, bis der Miner fertig ist. Und das erste Erz angestochen hat, dass wir Quarzit bekommen. Aber ich glaube, ich habe ein Quarzit das gehabt. Aber wie gesagt, das Glas, das kann ich halt nicht machen, weil es zu viel EU braucht. Ja, oder ja, doch, EU. 3 Ampere LV, dem er fröhlich lustig in den Rücken runterrutschen können, aber halt die EU-Zahl nicht. Und ich habe halt nur 32 und wenn der sagt, er braucht 34, dann habe ich ein Problem. Ich konnte noch nicht austricksen, dass er dann doch 34 EU da reinballert, ohne dass die Maschine in die Luft fliegt.
So, das war jetzt Good Electronic. Das war die Diode. Das Problem wird jetzt bestimmt nur. Nein, ich kriege zwei raus. Ich kriege zwei raus mit Fine Copper Wire und Small Pile of Gallium Dust. Und Fine Copper Wire. Und Fine Allylated kriege ich halt noch nicht raus. Ja, aber ich sehe gerade, er braucht 1000 Liter Molten Glas. Weiß halt nicht, ob das reicht. Ich brauche Dust. Wo ist mein Dust? Da ist meine Dustkiste. War. Fazit Dust. So, wenn ich jetzt Quarzit das nämlich es war Quarzit nicht noch Glas? Blutextraktor, doch, 72 Molten Glas. Ja, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Wir brauchen mehr. Also, das brauche ich nur 28 EU. Und sonst kann ich mal gucken. Da braucht er 48 EU, wenn ich jetzt halt zum Beispiel Sand reinschmeißen will. Oder Tiny Pile of Glass Dust brauche ich halt auch 28. Also da braucht er auf jeden Fall 54. Das heißt, die braucht auf jeden Fall MV. Ne, dann heißt es für mich, ich muss jetzt Quarzit finden. Vielleicht suche ich noch gleichzeitig mit meiner zusammen mit. Müssen wir mal gucken. Quarzite. Quarzite Ohr ist von 80 bis 120, also ist auch ziemlich weit oben. Hätte eigentlich sofort finden müssen. Da ist ein Certus-Quarz Ohr und Barit Ohr drin. Ja, das heißt halt für mich, ich muss wirklich in die eine Ebene reingehen und dann straight mal minern und Quarzit suchen und finden. Und dann wird es beim nächsten Mal mit den Dioden, Good Electronic Circuits und hast du nicht gesehen, weitergehen, dass wir dann unser MV Electrolyzer bauen können. Ja. Dann heißt es von mir noch, ich wünsche euch noch viel Spaß mit weiteren Videos, die ihr jetzt gerade eingeblendet seht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.